Wir feiern Weihnachten dieses Jahr wieder etwas anders als gedacht. Mit Impfdiskussionen, mit Maske und mit Abstand. Wir arrangieren uns mit diesem Zustand mal besser, aber auch mal schlechter. Denn gerade zu Weihnachten fällt uns das ganz besonders schwer. Denn Weihnachten sehen wir uns nach Liebe, nach Frieden in der Familie und in der Gesellschaft, nach Gerechtigkeit auf der Welt und nach Liebe unter allen Menschen. Und das kommt nicht von ungefähr, denn Gott hat uns genau das versprochen und in Jesus Christus auch zu Weihnachten geschenkt. Der erzählte von der Liebe Gottes zu allen Menschen, lebte vor, was es heißt, niemanden auszuschließen und für alle einen Platz zu haben. Der ließ die Menschen spüren, dass Gott Unmögliches möglich macht und versicherte uns, dass unser Leben und Gottes Liebe nicht mit dem Tod enden. Jesus Christus ließ für uns ein Stück vom Himmel auf dieser Erde spürbar werden. Und seitdem sehnen wir uns jedes Jahr wieder danach und tun auch das Unsrige, um etwas davon sichtbar zu machen. Zu Weihnachten spenden viele Menschen besonders gern. Wir bemühen uns, möglichst viel Zeit mit der Familie und mit Freundinnen und Freunden zu verbringen. Wir nehmen uns zumindest vor, nicht zu streiten. Wir denken aneinander und schreiben Karte oder WhatsApp-Nachrichten. Wir machen uns Geschenke und denken aneinander. Gottes Liebeserklärung an uns stiftet uns dazu an, uns auch gegenseitig unsere Liebe zu zeigen. Denn wir leben auf dieser Erde mit allem, was dazugehört, mit allem Frohen und allem Schweren. Aber Gott hat uns schon ein Stück vom Himmel auf dieser Erde geschenkt.